Sind unsere Träume wahr geworden? Heutzutage halten wir die Welt in einer Hand und wühlen mit der anderen darin herum. Ich erinnere mich, wie ich vor 35 Jahren nachts im Bett lag und vor dem Einschlafen von der Zeit träumte, in der ich die gesamte Weltbibliothek in meiner Tasche hätte und einen Kommunikator hätte, mit dem ich jederzeit und überall Kontakt zu jedem aufnehmen könnte. Ich träumte von sauberen Straßen, lächelnden Menschen, wunderschönen Gebäuden und Harmonie. Ich habe von Raumflügen und Menschen geträumt, die im Weltraum arbeiten. Ich habe geträumt, dass mir niemand verbietet, frei zu sprechen und es allen zu sagen, wenn ich etwas Falsches und Böses sehe. Tatsächlich habe ich geträumt, dass es nichts Böses gibt. Lasst es keine Kriege geben. Lass es kein Leid geben. Ich träumte, dass alle gesund und glücklich seien. Heute ist ein Teil meines Traums eine Tatsache. Aber es war dieser Teil, der den anderen ruinierte. Und es sind nicht Computer, Internet und Technologie, die dafür verantwortlich sind. Wir, das Volk, sind schuld. Wir töten die Welt, in der wir leben. Wir töten uns gegenseitig. Wir haben die Wahrheit zu einem relativen Begriff gemacht. Heute halten wir die Welt mit einer Hand fest und anstatt sie zu genießen, scrollen wir einfach durch sie. Alles menschliche Wissen steckt in unserer Tasche, aber wir schauen lieber auf die gesamte menschliche Verderbtheit. Unsere Kinder können im Alter von 16 Jahren Ärzte werden. Aber sie werden zu Idioten, wenn sie zusehen, wie andere Idioten Idioten machen. Anstatt die Schönheit und Extravaganz der Menschheitsgeschichte zu bewundern, verherrlichen wir Kitsch und Vulgarität. Ja, wir halten die Welt in unseren Händen und drücken sie aus wie eine Zitrone, die nur ihr Gift herauszieht. Aber ich träume trotzdem weiter, trotz all derer, die vergessen haben, ein Mensch zu sein. Eduard Herrmann. 23. Oktober 2013. Atenkirchen, Deutschland. Ende, oder?